Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Helau und Allah, sie ist da, die Karnevalszeit. Für die einen bedeutet das endlich wieder gemeinsam feiern bei Büttenabenden und Straßenumzügen. Für die anderen ist es eine seltsame Zeit, die ruhig schnell vorbeigehen kann. Ich freue mich in beiden Fällen, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, eine neue Ausgabe unserer Magazinsendung des Selzer TV anzuschauen. Am Aschermittwoch ist ja bekanntlich alles vorbei und so richtig jeck wird es in dieser Sendung auch noch nicht. In der heutigen Ausgabe bleiben Sie vom Karneval noch verschont. Wir haben folgende Berichte für Sie zusammengestellt. Hintergründe für das Wasserwerk vor dem Aus. Eine besondere Klassenfahrt nach Tansania. Wie sieht es aus auf der Ausbildungsplatzbörse 2023? 80.000 Kilowattstunden Strom jährlich. Das ist ausreichend für 26 Haushalte. So viel Strom kann das Wasserwerk an der Heder in Salzkotten bei entsprechendem Wasserstand produzieren. Diese erneuerbare Energie wurde bisher gut genutzt. Doch nun soll die Anlage abgebaut werden, da eine EU-Verordnung die ökologische Durchlässigkeit der Fließgewässer vorschreibt. Wie das Wasserwerk an der Heder funktioniert und welche Alternativen es gibt, darüber berichtet mein Kollege Henry Meyer. Bei Tag und Nacht wird Strom gemacht, hier im städtischen Wasserkraftwerk vis-à-vis des Heder-Centers am Wallgraben. Die Heder wird hier aufgestaut und durchströmt zunächst einen Stabrechen, der Fremdstoffe wie Zweige und Blätter fernhält, andererseits aber auch Fischen, Schnecken und Kleinlebewesen den Weg versperrt. Aus einer Fallhöhe von 1,60 Meter schießt Hederwasser auf die Schaufeln der unter Wasser liegenden Francis-Turbine, setzt diese und damit das große Schaufelrad in Drehbewegungen. Der angeschlossene Generator erzeugt dann wie ein Fahrraddynamo den elektrischen Strom. Je nach Wasserstand der Heder werden auf diese Weise jährlich etwa 80.000 Kilowatt Strom erzeugt. Diese Menge reicht zur Versorgung von etwa 26 Haushalten oder für fast 10% der Selzer Straßenbeleuchtung aus. Ohne Zweifel, die Wasserkraft gehört zu den Top 5 der erneuerbaren Energien, doch das Selzer Kraftwerk steht schon bald vor dem Aus. Die europäische Wasserrichtlinie verlangt die ökologische Durchlässigkeit in unseren Fließgewässern. Fischen und Kleinlebewesen soll die ungehinderte Wanderung stromauf, stromab ermöglicht werden. Stauanlagen wie eben ein Wasserkraftwerk verhindern das jedoch. Maßnahmen reichen vom Rückbau solcher Stauanlagen bis hin zum Bau einer Umflut oder dem Bau von Fischtatten. Dafür müsste die Stadt Salzkotten als Betreiber des Wasserkraftwerkes aufkommen. Das erfordert beträchtliche Finanzmittel für eine Anlage, die als abgängig eingestuft wird. Dem Vernehmen nach hat die Stadt auf ihr Staurecht verzichtet. Das bedeutet Ende des Wasserkraftwerkes Salzkotten. Höchst bedauerlich hat die Nutzung der Wasserkraft in Salzkotten beachtenswerte Tradition. Schon 1909 erzeugte man auf dem Filser Hof mit Hilfe des Turbinenbachers elektrischen Strom. Der Abriss der bestehenden Anlage bedeutet jedoch nicht das Ende der Nutzung von Wasserkraft in Salzkotten. Dieses kompakte Mini-Wasserkraftwerk läuft schon in Wassertiefen von unter einem Meter und kann in der Spitze etwa 12 kW leisten. Die komplette Turbine kostet derzeit 7.000 Euro. Selzer Wasserkraft, da geht noch was. Ob da noch etwas geht oder nicht, wir bleiben auf jeden Fall am Ball und werden darüber berichten. Dass eine Klassenfahrt auch mal bis nach Tansania gehen kann, das können Sie in unserem nächsten Bericht sehen. Die Vorbereitungszeit betrug 3 Jahre, ehe sich das 8-köpfige Reiseteam der Tansania AG der Gesamtschule Salzkotten auf den Weg machen konnte. Gastfreundschaft, Freundlichkeit, Herzlichkeit – diese Dinge beeindruckten die reisenden Jugendlichen besonders. Die Wertschätzung der eigenen Situation im Vergleich zu der Lebenssituation in Afrika schildern uns die Teilnehmerinnen Berenike, Lotte, Franziska und Berit mit ihrem Lehrer Gunnar Klinke sehr interessant und eindrucksvoll. Nach einer solchen Klassenfahrt kommt es auch schon einmal vor, dass man nicht mehr zur Schule gehen muss, sondern zur Schule gehen darf.
Ein Erinnerungsfoto der Schülerinnen der Gesamtschule Salzkotten mit ihren Lehrern auf großer Fahrt nach Tansania. Nach einer dreijährigen Vorbereitung setzte sich eine achtköpfige Reisegruppe in Bewegung. Im Nordwesten Tansanias, in der Nähe des Viktoriasees, gab es für die 17-jährigen Schülerinnen mit ihren Lehrern viele Gelegenheiten, tief in die afrikanische Kultur einzutauchen. Unterstützt von einem entwicklungspolitischen Austauschprogramm verbrachte man 2 Wochen auf der Missionsstation Herneras. Das Ziel dieser Reise: sich gegenseitig kennenlernen, gemeinsame Spiele machen, singen und trommeln, Besuch der Schulen und viele andere Aktionen. 75% der Reisekosten wurden von dem außenpolitischen Projekt ENSA übernommen. Die restlichen 25% waren selbstfinanziert. Heute, nachdem schon einige Zeit vergangen war, traf sich die Tansania AG wieder mit ihrem Lehrer Gunnar Klinge. Hier sollten noch einmal Eindrücke und Erlebnisse reflektiert werden. Wir durften dabei sein. Der Lehrer, Herr Klinge, stellte zunächst die Tansania mit ihren Zielen vor. Ja, die Tansania AG ist entstanden aus einer Partnerschaft mit der Rulanda Primary School, die von der Hauptschule hier in Salzkotten übernommen wurde, von der Gesamtschule. Und sie kümmert sich im Prinzip um die Partnerschaft, um die Unterstützung der Rulanda-Schule. Es werden Spenden gesammelt. Wir haben hier eine Pfandflaschenaktion. Wir haben Tonnen in jedem Gebäude stehen, wo Pfandflaschen gesammelt werden. Und dieses Geld und auch Gelder aus anderen Aktionen werden dann dazu benutzt, um die Rulanda Primary School zu unterstützen in Tansania. Ja, die Schülerinnen und Schüler der Tansania AG haben sich gewünscht, über die Unterstützung der Rulanda Primary School, die ja eine Grundschule ist, hinaus auch mit Schülern in ihrem Alter in Kontakt zu treten. Und aus diesem Wunsch heraus haben Kolleginnen unserer Schule Kontakt aufgenommen in Tansania, auch vor Ort, und haben eine Schule gesucht, eine Secondary School, die mit uns eine Partnerschaft eingeht. Und daher und diese haben wir jetzt besucht. Und das ist halt diese sogenannte Anbahnungsreise, um erstmal zu schauen, ob eine Partnerschaft möglich ist. In einem locker geführten Gespräch ging es zunächst um die Frage, was hat man so ganz persönlich von dieser Reise mitnehmen können? Ich glaube, dieses Thema Gastfreundschaft ist bei uns allen hängen geblieben. Das ist einfach nicht zu vergleichen mit dieser Gastfreundschaft aus Deutschland. Das ist einfach alles so herzlich und freundlich zu uns gewesen, und diese Freundlichkeit, die ist einfach hängen geblieben, glaube ich. Hat, dass man allgemein alles viel mehr wertschätzt, also dass man wirklich froh darüber sein kann, dass man ein Dach über dem Kopf hat und genug Nahrung und sich alles kaufen kann, was man eigentlich möchte. Naja, also das ist mit der Gastfreundlichkeit, das prägt einen natürlich, wenn man merkt, wie freundlich da alle auf einen zugehen, und obwohl man ja überhaupt nicht von da kommt und die kennen einen gar nicht, wie freundlich die dann doch sofort zu einem sind und offen für alles und so. Ja, man schätzt einfach Dinge ganz anders wert, wenn man einmal da war. Ja, ich denke auch, wie die anderen eben schon gesagt haben, dass man erstmal richtig lernt, alles schätzen zu wissen, so wie ein Dach über dem Kopf, ein richtiges Bett oder auch generell zum Beispiel, dass man alleine in einem Zimmer schlafen darf. Bei einer Reise in den schwarzen Kontinent sollten auch die Highlights nicht fehlen. Es gab natürlich ganz viele Highlights, also ganz viele tolle Dinge, die wir irgendwie erlebt haben, aber sowas, was mich nachhaltend irgendwie, ja, wo ich mich immer noch daran zurückerinnere, das ist einfach die Gastfreundlichkeit. Das kennt man hier von Deutschland gar nicht, wie... Ja, wir wurden mit so offenen Armen empfangen, überall hat man kleine Geschenke bekommen, alle haben sich mega gefreut, dass man da war, und das war einfach unglaublich. Ein Highlight war es, als wir eine sehr lange Reise hatten, als wir dann endlich ankamen und so herzlich begrüßt wurden. Alle sind zu uns gekommen, alle, die da leben, sind auf uns zugekommen, haben uns Blumen geschenkt, sie haben so Blumenketten gemacht, haben uns die umgelegt, und dann sind wir gemeinsam in die Kirche gegangen, haben zusammen gesungen, und ja, ich würde sagen, das war auf jeden Fall ein Highlight. Ich denke auch zum Beispiel das Übernachten in einer Gastfamilie, weil eine Nacht hatten wir zusammen in einer Gastfamilie geschlafen, jeweils ein Schüler und eine Lehrerin oder ein Lehrer. Und da nochmal generell die ganze Gastfreundschaft zu erleben, wie die Menschen dort mit dir umgehen und das nochmal hautnah mitzuerleben, das war schon sehr beeindruckend. Die Begegnungsreise nach Tansania, für die 4 Schülerinnen der GHS in Salzkotten ein prägendes Erlebnis,
aus dem wohl auch Persönliches mitgenommen werden konnte. Ich glaube, vor allem die Privilegien, die wir hier in Deutschland haben, oder ich habe auch mein Konsumverhalten überdacht. Und ich muss auch sagen, dass man hier zur Schule gehen kann, hat einen ganz anderen Stellenwert in Tansania, als wir hier in Deutschland haben. Und einfach das Recht auf Bildung, und dann überdenkt man einfach mal, dass man hier zur Schule muss. Und da ist man dankbar, wenn man zur Schule gehen kann. Herausfordernd war es für mich, als wir an einem Sonntag bei einem Gottesdienst daran teilgenommen haben, weil wir an den Tag davor, den Samstag, bei Familien übernachtet haben. Und der Gottesdienst ging halt insgesamt 3 Stunden, also der Gottesdienst allgemein. Und dann gab es noch so ein Bazar, wo verschiedene Dinge versteigert wurden, wie zum Beispiel Bananen. Und ja, da hatten wir dann einen Aufenthalt von ungefähr 4 Stunden. Das war wirklich sehr anstrengend. Naja, also dieses mit der Gastfreundlichkeit, das prägt einen natürlich, wenn man merkt, wie freundlich da alle auf einen zugehen. Und obwohl man ja überhaupt nicht von da kommt und die kennen einen gar nicht, wie freundlich die dann doch sofort zu einem sind und offen für alles und so. Ja, und man schätzt einfach Dinge ganz anders wert, wenn man einmal da war. Ja, zum Beispiel die Kinder, also wie glücklich die da zum Beispiel alle sind, auch wenn die halt quasi nicht so viel zum Leben haben und quasi auch immer nur mit Schlappen da rumlaufen und generell nicht so viel haben, dass die dort einfach total glücklich sind. Und zum Beispiel auch die Geschwister, dass die immer die mitnehmen zum Spielen oder, also die hat man auch nie alleine gesehen, sondern die waren immer zusammen da in der Gruppe und die haben das alles total wertgeschätzt und waren super glücklich mit dem, was sie haben. Die Reise der Gesamtschule Salzkotten hatte dann wohl auch zu ihrem Ziel, nämlich gegenseitiges Kennenlernen, geführt. Diese Klassenfahrt scheint der Start einer guten Partnerschaft zu sein, wenn das erste Kennenlernen schon so gut geklappt hat. Das Ziel, sich gegenseitig kennenzulernen, hatte auch die Ausbildungsplatzbörse Same Game in Salzkotten. An die 50 Ausbildungsbetriebe stellten sich den zukünftigen Auszubildenden in der Mensa der Gesamtschule Salzkotten. Wie in einem Speed-Dating konnten die Jugendlichen von Stand zu Stand gehen und sich informieren. Welche Berufswünsche haben die Schülerinnen und Schüler von heute? Gibt es genügend Ausbildungsplätze? Ich war mit meinem Kollegen Ernst Köchling vor Ort, um diese Fragen zu stellen. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute besuchen wir die Same Game in Salzkotten. Und das ist keine Computerfachmesse, sondern die Abkürzung für Salzkottner Ausbildungsmesse und Geseka Ausbildungsmesse. Heute also hier in Salzkotten und demnächst am 15. März in Geseke. Mal sehen, wie hier der Handel auf dieser Ausbildungsbörse so läuft. Was ist im Angebot und wie ist die Nachfrage? Wir gucken mal. Großes Gewusel, viele Informationen und Kids mit Laufzetteln. Das ist die Ausbildungsbörse am heutigen Morgen in Salzkotten. Zahlreiche Unternehmen und Institutionen haben ihre Stände hier errichtet, um sich den jugendlichen Auszubildenden von morgen vorzustellen. So, wir sind hier auf der Ausbildungsbörse, gleich am ersten Standplatz bei Firma Dreker. Und ich frage Herrn Dreker mal, was erhofft man sich heute von dieser Ausbildungsbörse? Ich hoffe mir dasselbe wie all die Jahre zuvor. Tatkräftige junge Leute, die Interesse an unserem Beruf haben, und denen möchten wir eine Ausbildung bieten. Wir sind ein Bauunternehmen, dann lernt man den Maurer. Ne? Und haben das Anschauungsbeispiel mitgebracht, den ausgelernten jungen Mann hier an ihrer Seite. Du bist? Ich bin Tobi. Tobi, du bist ausgelernt. Hast bei Firma Dreker gelernt? Ja, letztes Jahr meine Ausbildung gut bestanden. Sehr gut bestanden. Wir hatten 2 Auszubildende und die haben beide mit sehr gut bestanden. Also da können wir echt stolz drauf sein. Also man sieht hier, der sitzt hier und strahlt seinen Job Freude aus. Also. Ihr habt jetzt alle diesen Laufzettel hier in der Hand. Müsst ihr den abarbeiten? Was steht da drauf? Was muss man da machen? Also wir müssen die Firmen ansprechen und fragen, zum Beispiel, was man für einen Abschluss braucht oder was für den Job wichtig ist. Und dann müssen wir es ausfüllen. Wisst ihr schon, was ihr werden wollt? Ich habe eine Ausbildung beim Rechtsanwalt, als Rechtsanwalt-Fachangestellte. Aha, okay. Und du? Ich wollte noch weiter zur Schule gehen und Abi machen. Abi machen? Und du? Ich mache eine Ausbildung als Friseurin. Als Friseurin, gut. Hier sind wir bei einem weiteren Salzkottner Unternehmen, Rumpfstrahlanlagen. Frau Polenz, was ist Ihr Wunsch für heute? Was möchten Sie gerne hier erreichen?
Naja, dass unser Interesse oder dass unser Betrieb etwas bekannter wird und dass die Schüler auch sich interessieren und fragen, einfach Informationen sammeln und dann möglichst natürlich auch bewerben. Und Sie haben bei der Firma Rump gelernt, sind ausgelernt jetzt. Was haben Sie gelernt? Welchen Beruf haben Sie jetzt? Ich habe den Beruf Industriemechaniker gelernt. Der ging 3,5 Jahre. Ja, ich habe vieles gelernt, Schweißen, Maschinenbau. Und dann besteht bei der Firma Rump also auch die Möglichkeit, übernommen zu werden? Natürlich. Also ohne weiteres war kein Problem. Ich stehe am Stand der Bundeswehr und habe lauter junge Damen vor dem Stand stehen. Ihr interessiert euch für die Bundeswehr? Ja. Und warum? Weil es Spaß macht. Gibt es denn viele Dinge, die auch Frauen bei der Bundeswehr machen können? Alle. Ich sehe da, Sie sind bei der Bundeswehr auch. Und was machen Sie dort bitte? Eine Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte, also zivil. Zivil. Und gibt es auch Frauen, die das andere machen, die nicht zivil sind? Im militärischen Bereich, ja. Und die werden dann ganz genauso eingesetzt wie jeder männliche auch. Also da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Hat die Bundeswehr Probleme, Auszubildende zu finden? Wie jeder andere Arbeitgeber auch. Wir suchen ganz normal, wie, ich sag mal, jedes Unternehmen, was hier vertreten ist, auch da suchen wir. Was machen Sie und welche Berufe stellen Sie zur Verfügung? Ja, wir machen Kunststoffgranulate für die Kunststoffindustrie, weil Kunststoff immer gewisse Eigenschaften braucht, damit er benutzt werden kann, wenn Sie zu Hause an Ihre Kunststoffartikel so denken. Und wir stellen halt diese Zusatzstoffe her, damit diese Artikel so hergestellt werden können. Und was kann ich bei Ihnen lernen als Ausbildungsberuf? Ja, Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik, wie Fabian hier gerade macht im dritten Lehrjahr. Oder Industriekaufmann oder Fachkraft für Lagerlogistik. Das hört sich so an, als wenn man so ein bisschen Chemie und sowas drauf haben müsste. Stimmt? Ja, das stimmt, ja. Das muss man drauf haben. Und da hattest du auch schon immer Bock dran und dann hast du dich dann für diesen Zweig interessiert? Oder wie bist du hier dran gekommen an deine Ausbildung? Ich bin tatsächlich über eine Ausbildungsmesse hier zu Firma Argus gekommen, weil es mich immer interessiert hat, wie viele verschiedene Eigenschaften tatsächlich Kunststoff hat, wenn man auch nur kleinere Sachen verändert. Was haben Sie für Ausbildungsberufe im Angebot heute hier? Also hier für Salzgotten haben wir jetzt Ausbildungsberufe in der Logistik. Wir suchen noch ganz aktuell Berufskraftfahrer, auch ein super spannender Beruf im Nahverkehr. Und in unseren Märkten bieten wir alle kaufmännischen Ausbildungen an. Muss sich die Firma Bünding Sorgen machen, dass sie nicht genug Nachwuchs bekommt oder läuft es gerade noch gut? Wir machen uns keine Sorgen, aber wir wollen eben auch die Zukunft absichern. Und am liebsten bilden wir halt für unsere eigenen Reihen aus, weil wenn man einmal unser Bünding-Virus in sich hat, dann hat man Tee im Blut und dann läuft das auch. Okay, haben Sie das Bünding-Virus auch im Blut? Absolut, bin auch jetzt seit 14 Jahren dabei und bin nie wieder weggekommen. Bäcker, Sie haben wahrscheinlich mit der Ausbildung bei Firma Lange zu tun? Als Bäcker muss ich ja auch nachts eigentlich immer arbeiten, damit morgens die Brötchen fertig sind. Gibt es viele Menschen, viele Jugendliche, die dazu noch bereit sind? Nein, viele gibt es nicht. Aber wir finden immer welche. Ganz viele brauchen wir auch nicht. Wir brauchen ein paar. Wenn wir die finden, sind wir glücklich. Aber Sie sprechen es schon an. Ne? Die Arbeitszeiten könnten diesen Beruf etwas unattraktiver machen, wobei er ja auch Arbeitszeiten hat, wo andere arbeiten müssen, wo er frei hat. Ne? Also es wird witzigerweise immer nur die Seite gesehen. Ne? Die andere wird nie betrachtet. Ne? Ein Bäcker kommt morgens nach Hause und hat dann den Tag vielleicht für seine Familie, auch für die Kinder, die dann irgendwann kommen. Deshalb ist eigentlich so das familiäre Spiel mit diesem Beruf gar nicht so schlecht. Ne? Die Bäcker, die bei uns tätig sind, sehen ihre Kinder viel mehr als irgendjemand anders als Vater, der berufstätig ist. Also du warst hier jetzt schon und hast dir alles angeguckt. Was möchtest du denn werden? Weißt du das schon? Bisher ist mein Traumberuf IT-Manager. Hast du schon mal ein Praktikum oder sowas gemacht? Hast du schon Berufserfahrung oder einen Ferienjob? Nee, ein Tagespraktikum habe ich bei einem IT gemacht und hat mir auch ziemlich gut gefallen. Amino Steuerberatungsgesellschaft. Ich spreche mit Herrn Tacke. Herr Tacke, Sie bieten welche Ausbildungsberufe an? Zum Steuerfachangestellten oder zur Steuerfachangestellten, genau. Und das mit dem langweiligen Beruf ist ein Vorurteil? Das ist ein Vorurteil. Sehr abwechslungsreich, sehr interessant, sehr technisch, wird auch immer technischer.
dass man da im Kämmerlein sitzt und mit dem Stift und Zettel, ich glaube, die Zeiten sind lange vorbei. Man hat sehr viel mit Unternehmen zu tun, also zumindest ist es bei uns so. Man ist direkt mit den Mandanten verbunden, man kennt die Interna, man ist fast ein Teil des Unternehmens und denkt, muss ein bisschen wirtschaftlich mitdenken, muss ein bisschen Interesse daran haben, wie es in der Wirtschaft vielleicht funktioniert. Das kann helfen und sehr zukunftssicher, also Steuern wird es in Deutschland immer geben und immer noch ein bisschen mehr als in anderen Ländern. Das heißt, total sicherer Job und nicht so trocken, wie man denkt. Ihr beide wart hier jetzt und habt euch schon mal informiert. Was wollt ihr werden? Was ist euer Berufswunsch? Ich weiß es noch nicht so ganz, aber ich wollte in die Pflege gehen. Okay, und was möchtest du werden? Ich will was mit Kindern machen. Mit Kindern? Gibt es hier einen Stand, wo du dich informieren konntest? Nein. Leider nein. Okay, und du, hast du was gefunden? Ja, ich war beim St. Vinzenz Krankenhaus. Okay. Habt ihr schon mal ein Praktikum oder sowas gemacht? Oder? Ja. Ich war auch im Kindergarten. Das hat mich auch sehr interessiert. Gut, hast du auch schon ein Praktikum gemacht? Ja. Also könnt ihr wisst schon, welche Richtung ihr wollt und könnt durchstarten? Ja. Ja, super. Viel Erfolg euch dann dabei in eurem Beruf demnächst. Danke. Läuft es denn hier heute Morgen so? Ja, es läuft gut. Ab und zu kommen mal Leute vorbei, informieren sich. Informieren sich aber mehr so Larifari oder sind da schon konkrete Sachen bei? Ja, also bis jetzt sind eigentlich nur so ein paar, mal so ein bisschen hören, so ja, was die Standardfragen, die es so gibt. Aber bis jetzt haben wir noch nicht so wirklich Interessenten gehabt. Wie sieht es denn aus im Handwerk überhaupt mit dem Nachwuchs so? Ja, also es wird leider immer weniger. Es interessieren sich nicht mehr so viele Leute dafür, aber ab und zu haben wir trotzdem noch Auszubis. Wir waren jetzt, als ich angefangen habe, war ich der Einzige bei uns. Jetzt haben wir drei. Habt ihr schon einen konkreten Berufswunsch? Ich möchte gerne Erzieher werden. Weißt du auch, was du werden willst? Und du? Nee, also ich möchte wahrscheinlich irgendwas mit Menschen machen, irgendwas Soziales. Ja. Okay, dann guckt euch immer noch ein bisschen um und informiert euch, ne? Dankeschön. Natürlich auch die Stadt Salzgotten hier vertreten durch Herrn Furzmeier und Herrn Plöger. Herr Plöger in der Ausbildung als? Verwaltungsfachangestellter. Ich bin letztes Jahr im August angefangen, bin immer noch im ersten Lehrjahr, momentan im Fachbereich 5, Bildung und Soziales. Da habe ich mich jetzt zum Beispiel in der letzten Woche um die Sportlerehrung gekümmert. Wir haben geguckt, welche Sportler ausgezeichnet wurden und das wurde erstmal festgehalten in einer Tabelle. Gut, und was bietet die Stadt Salzgotten sonst noch hier so an Ausbildungsberufen? Ich habe gelesen, man hat auch dort Nachwuchssorgen. Ja, also wir bilden für 2023 jetzt direkt nichts an, aber für nächstes Jahr bereits schon mal ein bisschen Präsenz zeigen. Da bieten wir den Verwaltungsfachangestellten an die Ausbildung, wie Herr Plöger jetzt auch macht, und auch den Bachelor of Laws. Das ist dann das duale Studium für die Beamtenlaufbahn. Und ja, da freuen wir uns immer über Bewerbungen. Ne, von jungen Nachwuchskräften werden überall gesucht und so auch natürlich bei der Stadt Salzgotten. Natürlich ist unter den Besuchern auch Ulrich Berger, der Bürgermeister und Mitorganisator der Ausbildungsmesse. Hallo Herr Berger, hallo. Sie als Mitorganisator hier dieser Ausbildungsbörse, zufrieden jetzt mit einem Rundumblick? Auf jeden Fall zufrieden. Wir haben fast 50 Unternehmen, die heute hier sind. Wir können es zum ersten Mal nach 2 Jahren wieder auch live machen. Wir hatten ja 2 Jahre die digitale Veranstaltung, war auch ein tolles Format. Aber ich glaube, die persönliche Ansprache ist nicht zu ersetzen. Die Unternehmen suchen die Jugendlichen sind hier und ich hoffe, dass viele Gespräche heute geführt werden. Aber heute ist erstmal eine Plattform, um die Unternehmen kennenzulernen, weil wir haben ein so vielfältiges Berufsspektrum. Wann kann man schon mal in einer Stunde so viele unterschiedliche Berufsfelder kennenlernen? Herr Plonka hier aus Salzgotten auch, sucht auch immer Auszubildende. Ja, wir suchen in 3 verschiedenen Bereichen Auszubildende. Einmal als Industriekaufleute, als Konstruktionsmechaniker in der Fertigung und als technischer Systemplaner in dem Bereich Konstruktion. Und wie sieht es so aus vom Nachwuchs her? Läuft es hier heute gut? Also hier heute läuft es schon mal sehr gut. Wir waren auch beim letzten Mal beim Speed-Dating hier. Von daher haben wir auch schon ein paar Bewerbungen bekommen, aber leider noch nicht in dem Bereich des Konstruktionsmechanikers, also sprich im Bereich der Fertigung. Der erste Rush ist vorbei. Wie ist das erste Resümee des heutigen Morgens? Ah, sehr gut. Wir sind das genauso von der GESA eigentlich gewöhnt, dass die ganzen Leute, die ganzen Schüler kommen, sind motiviert, wollen sich informieren und da sind wir eigentlich bisher sehr zufrieden.
Die informieren sich dann über den Beruf des Elektronikers. Genau, wir haben drei Berufsbilder. Wir machen Industriekaufmann oder Industriekaufperson, Industriekauffrau, Elektroniker für Geräte und Systeme und den Fachinformatiker Anwendungsentwicklung. Darf ich einmal dich was fragen? Ja. Gut. Du bist hier jetzt schon ein bisschen rumgelaufen. Hast du was gefunden, was dich sehr interessiert? Ja und nein. Also ich habe schon ein Praktikum bei Müller Elektronik absolviert und habe mich nochmal Informationen gesammelt, was dort gemacht wird. Wann bist du denn fertig mit deiner Schule? Ich will erstmal die Abitur machen und danach vielleicht duales Studium beginnen. Gut. Und Müller Elektronik ist dann hier dein Favorit heute? Genau, genau. Ja, prima. Dann viel Erfolg, ne? Die Firma Linton hört sich nach Events an und ist doch bestimmt ein Runner für die jungen Leute, oder? Ja, ist auf jeden Fall beliebt. Wir bieten halt drei Ausbildungsplätze an. Ist nicht nur die Fachkraft für Veranstaltungstechnik, sondern auch zum Beispiel Mediengestaltung, Bild und Ton, also genau sowas hier. Oder halt auch Veranstaltungskaufleute. Denken die Jugendlichen von heute, sie könnten das sowieso alles, weil sie ja eigentlich auf TikTok und Instagram und sowieso recht cool schon drauf sind? Ja, na klar, denken die das, aber vielleicht haben wir noch ein oder zwei Kniffe, die wir dann noch beibringen können. Die Firmen und Betriebe sind hier hoch motiviert. Die Schüler und Jugendliche sind zwar interessiert, aber noch ein wenig zurückhaltend. Es wird spannend, wie das Ausbildungsjahr 2023 aussieht. Ob alle Plätze belegt werden können, wir warten es ab. Eine tolle Aktion, so eine Ausbildungsbörse. Auf jeden Fall ein erster Schritt in den nächsten Lebensabschnitt der Jugendlichen. Wir haben auch wieder einen Abschnitt hinter uns und stehen am Ende der Sendung, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Denjenigen unter Ihnen, die heute mit einer Karnevalsausgabe gerechnet haben, darf ich verraten, dass mein Kollege Ernst Köchling in der nächsten Ausgabe einiges buntes Treiben für Sie bereit hat. Den ganz Neugierigen empfehle ich deshalb auch schon einen Blick in unsere Mediathek. Denn alle unsere Beiträge stehen Ihnen im Internet unter selzer.tv und unsere Magazinsendungen unter nrvision.de jederzeit zur Verfügung. Ich hoffe, Sie kommen gut durch diese närrische Zeit und verabschiede mich für heute bei Ihnen. Tschüss und bis bald.